Mädchenklosterschule. Ihr wolltet eine Storytime dazu, bitteschön. War so wirklich wie so ein kleines Schlösschen, hatte auch ein bisschen so diesen Kloster-Harry Potter-Vibe. Ah, da gab's Nonnen, also Schwestern. Wir haben die auch immer angesprochen mit, hey, Schwester Minhada, Schwester Irmtrud und so weiter. Die haben tatsächlich in der Schule gelebt. Da gab's einen Flügel, der war für uns Schüler tabu, weil das war der Nonnenflügel. Mönche gab's da keine, weil es war ein Nonnenkloster, aber ab und zu haben schon so quasi Mönche im Religionsunterricht besucht und keine Ahnung, Geschichten oder so erzählt. Und die nannten wir dann Pater. Die hießen ganz oft Thomas. Jetzt komme ich erst drauf. Das waren unterschiedliche Mönche, aber die hießen ganz oft Pater Thomas. Die meisten Lehrer waren tatsächlich keine Schwestern oder Mönche. Das waren eigentlich normale People. Die Direktorin war aber auch eine Schwester. Wir nannten die Dixie, Schwesterdirektorin. Oder den Schülern Dixie. Und die kannte jeden Schüler. Inklusive deren Families und inklusive deren Geschwistern und Verwandtschaftsgrad und keine Ahnung. Die hatte einfach jeden am Schirm. Die Klosterschulzeit war tatsächlich ganz cool. Du hast Freistunden bekommen fürs Beichten. Wilde eine 10-Jährige großartig beichten. Ja, ich habe der Mama beim Staubsaugen nicht geholfen. Das waren halt so Sachen. Du hast halt dann, bist halt dann gern zur Beichte gegangen, weil du hast eine Freistunde bekommen.